Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Crafter. Ja, ich bin wieder rüber gehuscht, für euch natürlich etwas später. Und wir laufen jetzt einmal hinten rüber. Wir wollen mal das Wrack auseinandernehmen. Dies war tatsächlich das erste Mal, dass ich, seitdem ich überhaupt Planet Crafter spiele, mal die Variante nehme. Was ist denn hier Schönes? Ist das Aluminium? Ja, das, da sage ich nicht nein. Ich habe alles eingesammelt, um uns da eine Hütte aufzubauen. Und eine, wie heißt denn das? Gedöns, Gedings, ein Eisen. Eisen kann ich nicht nein sagen. Eine Kiste. Mein Gott. So. Wollen wir einmal schnell das Ding hier aufbauen? Zack und zack und zack. Die Standardvariante. Einmal um Luft zu holen. Dann kommt hier noch eine kleine Kiste hin. Schanuck, dann haben wir hier ja schon was drin. Das hauen wir gleich mal rüber. Und ich würde sagen, gehen wir mal rein. Ne? Machen mal Lampe an. Und dann gucken wir immer ein bisschen Sauerstoff im Auge behalten. Das war ja hier auch eine ganz, eigentlich ja doch eine ganz entspannte, oder? Ah, das kann ich noch nicht. Ah, ich glaube, das war dieses Pflanzending. Da gibt es schon ein Chip. Da gibt es schon ein Chip. Hervorragend. iChip. Für alle, die diese Chips nicht kennen, können wir gleich ergründen. So, jetzt muss ich aber gucken. Habe ich Sauerstoff dabei? Ja, du hast Sauerstoff dabei. Und Nahrung. Yes. Auch Nahrung wird in dem Spiel gar kein Problem sein später. Überhaupt gar kein Problem. Achte bitte auf den Sauerstoff. So, du musst sowieso einmal jetzt rüber. Jetzt geht das wieder zurück. Einmal Sauerstoff nachtanken, genau. Hier an dem umgefallenen Gedöns. So. Einmal Luft holen. Pack am besten mal eigentlich alles rüber. Das rüber wieder zurück. Da bauen wir noch schnell eine Kiste. Ich hoffe, ich habe jetzt... Zack. Zack, 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 zack. Das kann auch... Nee, machen wir nur einen. So, Sauerstoff ist drin, das ist drin, das ist drin. Was ist da? Da gucken wir später rein. Unser erstes Schiff. Schubidubidu. Ja, also bringt schon echt Spaß, das Ding hier. Gerade so die Anfänge. Wie gesagt, nachher alles mit drin. Automatisierung. Ich glaube, Bots gibt es. Es gibt nachher Fische. Es gibt Schmetterlinge, die sehen cool aus. Ah, das feiere ich schon. Ein Abbauen, abbauen. Wie gesagt, im Moment halte ich mich ja tatsächlich noch zurück mit Sachen bauen. Werden wir auf jeden Fall heute angehen, sprich spätestens in der nächsten Folge. Dass wir hier, was habe ich jetzt abgebaut? Dass wir zerlege Lagerkiste ist ja auf der anderen Seite, oder? Aha, aha, aha. Das will ich ja noch nicht zerlegen. Eieiei. Okay, was ist da drin? Und immer mal gucken nach Chipsies. So. Ah, oha. Wo ging das raus? Ich möchte hier ungern Sauerstoff verwenden. Ah, sollten wir hinkriegen, oder? Sollten wir hinkriegen, ne? Sollten wir hinkriegen. Scheiße, ich brauche noch eine Kiste. Ja, ich brauche tatsächlich... wir müssen sehen, dass das... dass wir die unsere Indexe da hochkriegen, weil, ja. Zack, zack, zack. Aber das sieht doch ganz gut aus bis jetzt. Was wir da machen, gibt es hier eigentlich, da können wir nachher gucken. Guck nachher, kümmere dich erstmal um den Kram.
So. Ging das ja hier lang. Okay, das alles rüber. Oh, da, genau das meinte ich. Da müsste man, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Weil ich mich so fixiert habe auf die Kisten. So, ich glaube, das war's hier auch schon, ne? Kann das sein? Ich glaube, vergessen habe ich nichts. Aber so für den Anfang schon nicht schlecht. Wir sind ja relativ voll. War das Schiff oben? Wo wir auch noch hingehen, auf jeden Fall. Aber ich würde das jetzt nicht in dieser Folge machen. Denk an deinen Sauerstoff. Denk an deinen Sauerstoff. Scheiße, jetzt habe ich mich verdreht. Ja, hier sind wir wohl erst einmal durch. Irgendwo gab es auch noch einen Geheimgang, da weiß ich, Geheimtüren. Aber da können wir immer noch reingehen, ne? Kümmern wir uns erstmal um so grundlegende Sachen. Auf jeden Fall nehme ich erstmal den Chip mit. Das Essen nehme ich mit. Ich nehme mit Eisen. Sup. Neuer Bauplan erhalten. Innenleiter. Ne, Innenleiter. Ja, gut, ist für mich jetzt nicht ganz so relevant, weil, wie gesagt, in die Höhe möchte ich erstmal nicht bauen. Ich will es nicht ausschließen, um Gottes Willen. Vielleicht tatsächlich einen kleinen Aussichtsturm, aber ich möchte halt schon gerne hier erstmal so in diese Richtung gehen. Einfach nach hinten durchgehen mit den Dingern und dann, wie gesagt, themenmäßig Abzweige erstellen. Und wenn wir schon hier sind und Eisen haben, werde ich das Eisen auch gleich raushauen. Typ, typ, typ. Zack. Zack. Ja. So, dann hatten wir Iridium. So, dann müssen wir auf jeden Fall mal sehen, Schränke technisch. Hoppel ich mal rein. Wir werden... ich weiß nicht. Nee, jetzt habe ich natürlich etwas Eisen zu wenig. Dann baue ich einfach eine Kiste noch. Würde dann... Man hätte die Kiste natürlich auch noch vorziehen können. Es wird sich ja sowieso alles noch ändern. Dann mache ich das einfach. So. Passt auf. Dann fangen wir mal an. Schon mal mit dem grob sortieren. Ah, guck mal, wir haben die Chips. Die erstmal Taschenplatz freimachen. Chips machen wir hier. Sagen auf Entschlüssel. Neuer Bauplan halt. Beweglichkeitsstufe 1. Sehr schön. Ja, also Chips haben wir denn da. Wenn ihr welche habt, geht darauf. Zack. Neuer Bauplan halt. Mikroschiff. Abbaugeschwindigkeit 1. Okay, Geschwindigkeit ist ja nicht das Verkehrteste. Da haben wir Stoff, den haben wir gefunden. Aluminium haben wir auch. Na, passt mal auf, wir haben hier noch eine neue Kiste. Dann lasst uns das doch gleich mal wie folgt machen. Machen wir mal Alu. Alu. Zack. Hau ich rüber. So, die Kiste ist auch noch Alu. Ich will gleich sortieren. Gleich mal ein bisschen wegsortieren. Nahrung. Wasser kannst du mal ein Schlückchen nehmen. Hier ist auch noch Alu drin. So. Kisten, Schränke brauchen wir eh wie verrückt. Ah, ich würde... Achso, jetzt habe ich leider keine. Mal gucken, ob ich hier irgendwo noch ein Eisendings habe. Nee. Habe ich noch irgendwo ein Eisen? Ja, hinten weiß ich, dass ich Eisen habe. Aber habe ich hier noch ein Eisen? Was haben wir denn hier? Iridium. Haben wir für den Ofen? Aber ich glaube, da brauche ich Eisen. Genau. Passt auf. Erstmal rüber. Erstmal so, natürlich. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Habe ich Sauerstoff dabei? Habe ich... Dann flitzen wir einmal wieder zurück, holen den Rest.
würde gerne noch eine Heizung aufbauen, auf jeden Fall. Da müssen wir noch was für einen Luftdruck tun. Wir müssen noch einen Bohrer aufbauen. Strom brauchen wir mit Sicherheit auch. Da müssen wir dann auch noch Dinge tun. So. Was nehmen wir denn da mal mit? So, zack, zack, zack. Das ist es mal. Das wäre auch nochmal eine wichtige Geschichte. Da sind noch Pflanzen drin. Wir nehmen natürlich das erstmal mit. Wir nehmen das mit. Wir nehmen das. Das, das, das. Das. Ein Wässerchen natürlich. Nehmen wir auch noch mit. So. Rest hole ich dann gleich. Bin voll, ne? Ja. Ja, ich bin gespannt, wann der erste... das erste Jetpack kommt. Da freue ich mich auch schon drauf. Naja, du bist voll. Also, der Rucksack ist voll. Der Rucksack ist voll. Ich weiß gar nicht, ob sich die Leitern verbinden. Das würde ich gerne mal testen wollen. Verbinden die sich? Oder? Nee, tun sie nicht. Da finde ich ein bisschen schade. Da brauche ich nur eine. Aber das wird auch noch hübsch werden. Nee, ich will nichts zerlegen. Was wollte ich? Ich wollte eine Kiste mal hier hinbauen. Da würde ich nämlich erst einmal Nahrung. Schreibt man das überhaupt mit H? Ich glaube nicht. Nein. Ah, neue Bablauen! Jawohl! Ah, wartet. Erstmal hauen wir das raus. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein Aluminium. Haben wir Aluminium? Wir müssen doch Aluminium haben, oder? Ah, aber da brauchst du nicht anklicken. Das ist blöd. So. Ist natürlich wichtig. Ist natürlich wichtig. Sehr schön. Haben wir hier... Ah, das... Da bräuchte ich auch noch ein Alu und ein Silizium. Ein Alu und ein Silizium. Silizium weiß ich, habe ich. Da. Silizium! So, hier sind wir auch voll. Okay. So, passt mal auf. Das rüber, das rüber, das rüber, das rüber, das rüber, das rüber. Silizium. Ich keine Ahnung, ob es richtig geschrieben ist. Ist mir auch eigentlich Wurst. So. Nee, das wollte ich nicht. Dann würde ich sagen Magnesium. Magnesium. Das heißt, das kann rüber. Das geht rüber, das geht rüber, das geht rüber. So. Zack, und dann geht Magnesium ist drinne, Magnesium geht rein. So, dann können wir hier das... Ja, gleich aufräumen, Leute. Sonst haben wir wieder ein echtes Problem hier. So, machen wir Titan. Titan. Okay, zack, zack. Zack. Essen. Schwupp. Schwupp. Sieht es denn überhaupt aus? Ein Wasser? Na, das würde ich doch. Ess noch schon mal was. Ess schon mal was. Was haben wir dann? Würde ich sagen, haben wir hier. Was ist das? Iridium. Machen wir mal. Iridium. Vidibum. Ei. 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 Zack. Zack, Kobaldi. Kobalt, Kobalt, Kobalt. Kobalt. Was mit D oder mit T?
Ah, okay, wird geändert. Geht geändert, nicht, dass es hier noch Mecker gibt. So. Dann gibt das noch eine Kiste. Hier gibt es eine Kiste. Neuer Bauplan, Pflanzenröhre ST2. So. Was haben wir da noch auf Tasch? Superlegierung. Oh, Suppis. Hauen wir da auch mal rein. Guti. Oh, dann bräuchte ich auch noch was für Pflanzen, ne? Da brauchte ich ja auch noch was für Pflanzen. Ah, Grünzeug. Da hauen wir auch die Samen rein, da kommen die Pflanzen rein. So, aber jetzt hat er ja gerade gesagt, wie sieht es eigentlich mit Strom aus? Ah. Naja. So, das ist der Zweier. Da bräuchte ich Eis, Magnesium und Silizium. Eis. Ei. Ja, Eis sollten wir einen Gast geben. Das ist vielleicht auch gar nicht immer so gut, wenn man so viel... Ich muss die anderen Kisten noch leer machen. Da ist noch mehr drin, ne? Weil nachher fehlt uns Eis. Weiß nicht, ob man nachher noch Eis machen kann. Ich habe gehört, ja. Ich habe gehört, Eis kann man machen. Dennoch. Ist noch ein Eis? Was brauchte ich noch? Den Rest hatte ich so, ne? Auch dieses Unpin-Ding. Auf jeden Fall das Unpin-Ding. Magie und Silizium. So, Silizium. Jetzt geht das wieder los. Magnesium. Und dann die Röhre 2. Zack, dann holen wir gleich ein fettes Ding. Wo ist das Grünzeug? Am Ende. Ah ne, das sind Lima-Samen. Ich hatte doch aber, ne? Ah, dann flitzen wir einmal rüber zum Schiff noch. Da müssen wir einmal zum Schiff rüberlaufen. So, mitnehmen. 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 Zack, zack, zack. Ich lasse die Hütte hier mal noch stehen. Solange wie... das mit unserem Sauerstoff nur so medi-cool ist. Dann haben wir hier übrigens in diese Richtung immer noch mal ein wenig. Ah, dahin. Ein wenig Zuflucht sauerstofftechnisch. So. Wahnsinn, wie schnell die Taschen voll sind, ne? Aber nachher, wie gesagt, gibt es ja Roboter und Automatiksysteme und... Wow. Da will ich auch ein großes Lager bauen, tatsächlich. Und da warte ich dann halt auf diese ganzen Schränke. So, Silizium habe ich hier nicht. Magnesium habe ich hier nicht. Titan, gleich rein damit. Ah, wartet, lass uns gleich erstmal hier das Ding reinpacken. 150er, das ist Lima, Lima, Lima. Na gut, sind 150er, aber besser als gar nichts. Aber Moment, wir gucken einmal kurz. Das ist ein 600er, den tausche ich aus gegen den. Bringt uns ja ein bisschen mehr. Titan habe ich rübergepackt. Iridium haben wir jetzt nicht. Sonst Silizium drin. Behalt das mal auf Tasche. Wir bauen mal noch ein bisschen sowas. Guck mal, hier, da würde ich schon das Dach tatsächlich verwenden für Solarzellen. Weil das finde ich dann immer ganz schick eigentlich. So. Dann lasse ich da mal offen.
Neue Heizung Nummer 2. So, würde ich. Wieso? Kann ich das. So. Ach so. Zack. Kann ich noch einbauen? Nee, da fehlt dir Kobalt. Na, pass mal auf. Ich baue mal das Ding da hinten ab. Das kommt da oben auch rauf. Na, nachher sind wir ja auf ganz andere Ebenen, ne? Da sind wir nachher ja auf ganz andere Sachen. Hier kommen ja auch noch überall Treppen hin. Weißt du was, damit das nicht ganz so stört? Baust du den Kram mal dahin? Standard STRG. Aber. Nee? Kann ich. Ah, so. Den drehst du 90 Grad. Das ist gut. Kidoki. Aber weißt du was, dann nehme ich dich hier auch nochmal weg. Dann kommst du hier hin. Hops. Und reingesprintet. So, was würde uns dann der große kosten? Iridium, Iridium, Silizium, Titan, Aluminium. Okay, Aluminium könnte jetzt. Aluminium. Das ist okay. Iridium. Das ist 2. Und was war das? Titan? Titan und Silizium. Das nehmen wir. Zuck. Suppi. So, ich weiß, das ist ja alles noch nie so dolle. Wie sieht es denn aus? Passiert hier ein bisschen was? Wärme geht ein bisschen. Luftdruck, müssen wir auf jeden Fall noch Dinge tun. Wir haben auch noch. Ich würde sagen, wir können auch noch. Aber ich muss einmal nach Strom gucken. Ah, naja, naja, naja. Oh, Strom ist nicht so viel. Das heißt, da können wir einen Schwung bauen. Du wolltest Titan und Eisen. Was hast du hier in Eisen? 3. Dann nimmst du dir nochmal Titan. 1, 2, 3. Das passt. Bauen wir mal 3 Stück hin. Schon wieder dunkel. Sollte vom Strom her passen. Dann sind wir da auch schon mal wieder ein Schrittchen weiter. So. Zack, zack, zack. Okay. Ich nehme mich mit. Ich nehme mich mit. Was kam an Sonnenkollektoren? Eisen und Silizium 6,5. Hallo, Eisen. Ich nehme nochmal Eis schon mal mit. Da wirst du eigentlich Gas geben mit. Mit dem ganzen Kram, mit der Wärme vor allen Dingen, damit wir an Ostium rankommen. Inventar ist voll. Nein! Der Sauerstoff geht auch schon langsam wieder zur Neige. Ah! Aber alles halb so wild. Allein Bewässerung. Was heißt die Bewässerung? Bin ich ein Pflanze oder was? Haben wir noch Eis? Titan. Brauche ich denn noch ein zweites? Naja, ein Einzel. Könnte ich noch einen Raum ransetzen?
Aber ich glaube, ich kann keinen Raum ransetzen. Doch, kann ich. Ich habe hier schon vorgearbeitet. Sehr schön. Zack. Zackidacki. Suppi. Okay, wie sieht's aus? Eis. Hab ich jetzt gar kein Räumchen frei, ne? Ein Eisen fehlt natürlich wieder, Leute. Aber wartet, dann lasst uns doch wenigstens einmal einräumen. Titan habe ich nicht. Was war's noch? Kobalt, ne? Was kostet mich denn so eine Glaswand? Natürlich ein Eisen. Hinten hatten wir alles weg. War richtig? Ja. Dann würde ich sagen, wir laufen mal in die Richtung zum Abschluss. Da ist ja... Habe ich die goldene Kiste abgebaut? Nee, die hatten wir ja nur mal so leer gemacht, ne? Moinsen. Zack. Nice, nice, nice. Okay, das ist vielleicht nicht ganz so clever, aber ich habe Sauerstoff dabei. Da ist die nächste Kiste. Hier ist ja das Aluminiumfeld. Nehmen wir mit, ist ein Chip bei. Seht, seht, ist ein Chip bei. Ja, Silizium mit. Da ist auch noch Aluminium für dich. Das ist Eis. Ich opfer Eisen. Das Inventar ist voll. Mal sehen, ob wir es zurückschaffen. Mal sehen, ob wir es zurückschaffen. Hier wird nachher auch alles schön überflutet. Schöner See. Oder schon fast kleiner Fluss. Na, schaffst du das? Neuer Bauplan, welcher Fortschritt. Ja, sehr schön. Ich glaube, den können wir zum Abschluss hier bauen. Ja, ich weiß. Ich habe keine Lust, wieder zu sterben. Auch wenn das nur 2 Meter sind. Aber nee. Hey, ist mein schöner Chip weg, den wir als allererstes hier einmal entschlüsseln. Mikroschiff Kompass. Ja. Finde ich jetzt tatsächlich gar nicht so wichtig, den Kompass. Ah, natürlich für einige andere Geräte. Natürlich, klar schon. Was hatten wir denn noch bekommen? Fortschrittsbildschirm. Brauchen wir einen Kobalt. Kobalt sollten wir doch hier haben. So, ja, Kobalt. Wir nehmen Bildschirm Fortschritt. Den hänge ich auch erstmal hier ran. Wird auch noch alles schöner gemacht. Natürlich, Leute, natürlich. So, ist da noch etwas dazugekommen? Der Kompass. Gut. Sauerstofftank 3 haben wir auch schon, ne? 1, 2. Titan, 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 Titan. Das machen wir jetzt noch. Ja, das machen wir noch. Ich hole noch die Titan. Ist doch gleich hier vorne. Schnell rein. Aua. Ich dachte, das hätte ich... schon gebaut. Was habe ich nicht mal? Ach so. Nee, hä? Ach, das Sauerstoffding.
Das Sauerstoffgedöns war das doch. So, gut. Jetzt haben wir es. Okay. Dann würde ich sagen, produzieren wir noch schnell ein bisschen Wasser. Ich komme schon wieder nicht raus hier aus der Nummer. Zack, 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 zack. Ist ja also so. Mikrosoft-Abbaugeschwindigkeit SC1. Habe ich das? Ja. Was da noch reingekommen? Neuer Bauplan erhalten. Bohrerstufe 2. Auch nicht schlecht. Gut, jetzt geht's rund. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Und morgen, nein, übermorgen, ich springe da in die nächste Folge. Gucken wir mal. Ich schätze, wir gehen mal hoch zum anderen Raumschiff da hinten da. So. Also, Leute. Mach's gut, euer Maruk. Ciao.